Aktuell ist in Sachen Netzneutralität das Thema wirklich so heiß, wie es eigentlich noch nie war. Wir haben jetzt auf europäischer Ebene, nachdem die Kommission sich endlich durchgerungen hat, ein Gesetz zur Netzneutralität zu machen und nachdem das Parlament dieses Gesetz nachgeschärft hat und wirkliche Netzneutralität reingeschrieben hat, jetzt die spannende Situation im Rat. Das heißt, unsere Mitgliedstaaten sind jetzt am Zug und gerade Deutschland hatte ja immer eine sehr zentrale Rolle zu spielen. Und wenn die sich einig werden, dann könnten wir noch 2014 ein ordentliches Gesetz zur Netzneutralität beschließen. Und das würde heißen, dass ganz Europa auf einmal an vorderster Front dasteht, was den Schutz des freien Internets angeht. Seitdem ist einiges passiert. Also wir sehen ja die ganze Zeit, dass immer mehr Produkte auf den Markt kommen von Internetprovidern, die bewusst die Netzneutralität verletzen. Also hier geht es nicht um kleine Hoppalas und ups, hier ist ein technisches Gebrechen passiert, sondern nein, es werden explizit neue Tarife geschaffen, die die Netzneutralität unterwandern. Und hier wird einfach versucht, auf Kosten des freien Internets Geld zu verdienen. Das ist das Modell und wir sind halt wirklich in einem Wettkampf. Wenn die Politik nicht schnell genug handelt, dann wird der Markt ganz einfach Fakten schaffen. Dann werden die Provider die Rechtslücke ausnutzen und Netzneutralität über ihre Produkte auf dem Markt abschaffen. Natürlich haben Provider ein Recht daran, Geld zu verdienen und sie verdienen ja auch Geld. Wenn immer mehr Leute Netflix nutzen oder andere volumensintensiven Dienste, dann verbrauchen die ja mehr Internet. Mehr Internet, das sie von diesen Providern kaufen. Also so Firmen wie Netflix oder Google, die sind ja der Grund, wieso Leute überhaupt ins Netz gehen. Gäbe es die nicht, würden die Nutzer nicht in dem Umfang Internet auf allen ihren Geräten haben wollen. Also insofern ist das ein sehr fadenscheiniges Argument, weil jeder, der am Internet teilnimmt, bezahlt Geld dafür. Bezahlt auf die eine oder andere Form Geld dafür, dass er teilnehmen kann am globalen Netz. Was die Provider gerade fordern, ist ein neues Paradigma. Sie wollen Zugangsgebühren haben. Sie wollen sozusagen nochmal extra die Hand aufhalten können dafür, dass eine Firma ein Angebot ihren Kunden stellen kann. Und diese Art von doppelten Markt, die ist wirklich der Tod für die Innovation im Internet. Weil ich dann halt nicht mehr aus irgendeiner Garage heraus ein tolles Produkt, eine neue Idee umsetzen kann und mit meinem Server ans Netz gehe und auf einmal die ganze Welt meinen Dienst, meine Idee nutzen kann, sondern da muss ich in Verhandlungen gehen mit jedem einzelnen Provider, dessen Kunden ich erreichen will. Und damit verlieren wir einfach die Geschwindigkeit, die Innovationskraft und auch die Offenheit des Netzes, die es überhaupt groß und erfolgreich gemacht hat. Leider gibt es bei der Netzneutralität wenig Plan Bs. Also da ist es wirklich so, wir haben halt nur dieses eine Internet und bis jetzt hat niemand etwas Besseres erfunden. Natürlich sind Mesh Networks und Community Networks im Lokalen, im Kleinen ein Gegengewicht, eine Alternative, aber halt auch wirklich nur für sehr spezielle Nutzergruppen. Und Netzpolitik hat auch die Aufgabe, wirklich für die gesamte Gesellschaft gute Lösungen zu finden. Es hilft nicht, wenn ein paar Nerds und Hacker sich schützen können und noch ein freies, privates Internet haben. Hier geht es um Politik und deswegen geht es um Gesellschaft und das sind wir alle.